Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist Benjamin Kraft. Wir sind hier gerade fertig mit dem Wettfang von Kai. Du bist 22 Jahre alt, hast neben Kai gestanden. Ich dachte erst so, okay, es gibt Kai auf die Fresse, aber du warst einfach zu muskulös. Du warst in allen Klassen, wenn du jetzt schon gestartet bist als Junior, warst du einfach zu muskulös. Ja. Disqualifiziert wegen zu viel Muskelmasse. Benjamin ist so eine Maschine, deswegen sind wir jetzt hier und ich habe mir gedacht, okay, ich muss euch den zeigen, weil das ist ein Riesentalent. Mach einfach schon mal die ersten Posen, ball einfach die Posen raus. Wenn ich euch sage, Ernährung nicht on top, Posing nicht geübt, Training erst seit 3 bis 4 Jahren, zeigt von hinten, das ist so irre. Er hat sich sogar ohne Farbe auf die Bühne gestellt. Ne? Guckt euch mal das Fleisch hier an. Das ist eine Muskelqualität, da brauchen andere Jahre oder schaffen es gar nicht. Die trainierst du erst seit 2 Jahren wahrscheinlich, ne? Nee, ich versuche schon seit Anbeginn zu trainieren. Auch immerhin? Okay, prima. Leute, ich bin so hyped, habe ich selten erlebt, so ein Talent. Und deswegen habe ich mir überlegt, den muss ich in meinem Team haben. Und deswegen sind wir jetzt hier. Benny, mein Lieber. Hello again. Im CrunchFit in Berlin. Ich habe ihn hierher geordert, damit wir gemeinsam trainieren können. Erste Übung Bankdrücken. Du darfst übrigens auch sprechen. Ja, darf ich. Ja. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen, aber sonst. Ich freue mich. Katastrophe. Der kommt hierher. Ich sag, bist du aufgewärmt? Sagt er, ja, ich hast du noch gar keinen Satz gemacht. Nö, ich fange dann immer gleich mit 110 Kilo an. Also Kamikaze-Pilot, sondergleichen. Ohne Witz. Kommt doch jetzt alles noch. Ach komm. Fangen wir mit dem Gelichten an. Okay. Ich habe mir sowas schon gedacht, wir können da noch einige Stellschrauben nehmen, einiges optimieren. Technisch fand ich das auch nicht so geil. Aber dem Muskel ist ja am Ende egal, wie er zum Wachsen gezwungen wird. Ja? Und offensichtlich scheint das ja ganz gut zu funktionieren. Gleich auf 120 oder was? Können wir gerne. Eieieiei. Ist schon ein ganz schöner Plumpser, ne? Das ist der Plumpser, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist die richtig schöne Brustkorb prallen und nimmt den Schwung wieder mit. Das hat er geübt, du. Junge, hast du Kraft verloren in deiner Diät? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, einiges, aber nur bei der Brust, nur an der Brust. Okay. Sonst überall gestiegen sogar. Da ist so viel Potenzial noch. Jetzt gehen wir mal wieder auf 100 Kilo. Und machen mal vernünftiges Bankdrücken für Muskelaufbau und nicht für, keine Ahnung, maximale Gelenkabnutzung. Bisschen breiter, genau. Und dann lassen wir den Schwungmoment unten komplett raus. Ja. Okay? Soll ich trotzdem kontrolliert absetzen? Auf der Brust absetzen einmal? Ja, safe, safe. Okay, ja. Also 1, 2 ab. Schulter wieder zurück, Brust raus, Knie auseinander, Arsch fest. Kontrolliert. Ohne Plumps. Spannung bis nach unten. Jawohl, prima. Super, so ist das doch schön beschleunigt. Kontrolle. Und 2, Schub. Besser atmen, mach mal. Mach mal die Schlange. Komm, Rolle und dann. Mach. Komm. Jawohl. Super, genau. Weiter so. So sieht's gut aus. Jawohl, und jetzt ohne Plumpser. Kontrolle, komm, ich bin ja da. Kontrolliert. Schön, nochmal so. Weiter. Kontrolle. 7, Schub. Druck. Auch nur 7 ohne Plumps. Aber so muss deine Brust richtig arbeiten, Alter. Aus dir machen wir noch einen richtigen Bodybuilder, mein Freund. Apropos, wollen wir schon spoilern? In genau 5 Wochen wirst du erneut auf der Bühne stehen und diesmal hoffentlich nicht disqualifiziert wegen zu viel Muskelmasse, sondern im Bodybuilding, nicht in der Mensphysik. Wie bist du auf die Idee gekommen, in die Mensphysik zu gehen mit den Muskeln? Ich habe mich selbst gecoacht. Ja, da kann man nicht viel bei rum, ne? Also in jeder Klasse bist du abgewertet worden, weil du zu massig warst. Ja. Also nicht zu fett, einfach zu viele Muskeln gehabt. Ja, aber finde ich auch geil. Ist ein nicer Flex, ne? Ja, auf jeden Fall. Man kann aber auch einfach in die für sich passende Klasse gehen. Könnte man machen. Und da bin ich gespannt, du wirst noch bei Juniorenspaß starten. Wir machen gleich auch nochmal einen Formcheck. Denn wir haben in den letzten Tagen jeden Tag Kontakt gehabt, haben die Ernährung optimiert, fangen an, das Posing zu verbessern. Posing-Schlüpper sind auch bestellt. Und ich hab so Bock, Leute. Ich brenne, Alter. Ich hab auch Bock. Ja, Mann, das wird richtig geil. Ohne Witz. Ja, auf jeden Fall. Da sehen wir, wie er sich beim Schlägerdrücken anstellt. Jawohl, das ist gut. Das ist prima. Perfekt. Genau so triffst du die Phase nach unten. Push. So ist prima. Warum hast du gestern Milch getrunken? Das musst du dir mal erklären, obwohl du einen festen Plan von mir hast. Ich hatte noch was offen und ich wollte einfach mal so ein bisschen... Du kannst nichts offen gehabt haben, weil mein Plan ist genau kalkuliert auf 2500 Kalorien. Irgendwas haut auf jeden Fall nicht hin. Hier sind schon erste Startschwierigkeiten, schon leichte Differenzen. Wir müssen mal gucken, wie das in Zukunft klappt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt.
Ellbogen ein bisschen mehr beugen, wenn du nach hinten gehst. Schau mal, die Ellbogen ein bisschen mehr beugen, wenn du nicht zurückgehst. Und dann zusammenziehen. Oh ja! Und du sollst es fühlen. Baum. Für eine Sekunde von Anspannung. Jawohl. Dann gehen nämlich auch nur 8-9 Stück. Kontrolle. Kontrolle. So ist perfekt, Mann. Geil. Und die Brust wieder anspannen. Brutal. Ich will mal durch einmal nochmal für die Kern. Ich habe gerade überlegt, ob ich auch flexe, aber. Deine Chance. Ich grüße alle. Nein, bitte nicht. Was machst du beruflich, Benni? Ich bin ein gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Minijob auch auf Flächentrainer als Minijobber. Genau, und selbstständig. Als was denn? Als Personal Trainer. Ah, okay. Also man schlägt sich so durch, versucht überall irgendwie mal ein paar Taler zu machen. Was hättest du denn davon, Influencer zu werden? Klingt geil. Haben alle Bock drauf, weil sie denken, es ist ein leichter Job, aber ich kann euch eins sagen. Der Hustle ist real. Knallhart, wirklich. Ich kämpfe. Du hast noch nicht mal angefangen, Alter. Nehme ich mal ein bisschen nach vorne. Schon spannend. Guck mal, jetzt triffst du doch gut. Bleib vorne. Das ist nicht vielleicht ein bisschen zu schwer. Ne? Ja. Das ist halt deine Muskeln gezielt treffen. Gewicht reduzieren und nochmal jetzt ordentlich. Ja, so ist gut. Ellbogen raus, bisschen Ellbogen raus. Jawohl, ja, jawohl. Boah. Oh, ja. Anders. Das. Ach, und bevor ich es vergesse, diese Woche gibt es noch eine richtig geile Aktion im Shop bei Feldmann. Und zwar 20% sparen auf alles von ESN, außer die Riegel und Value-Produkte. Ihr findet alles unten in der Beschreibung. Mit meinem Code Johannes könnt ihr nicht nur 20% sparen, sondern auch mich direkt supporten. Also vielen Dank. Okay, Benni, Grundstellung von vorne. Latt raus, groß machen, nach vorne lehnen, wie auf der Bühne schon mal. Ne? Wir haben noch 5 Wochen, spannen die Beine an. Beide Beine, so und so bleiben die auch. Wunderschön. Vierteldrehung zur Seitenansicht. Wie gefällt es euch? Könnt ihr unbedingt mal in die Kommentare schreiben. Vierteldrehung zur Seitenansicht. Genau, richtig? Richtige Seite? Ja, genau. Beine strecken. Beide Beine strecken. Du bist noch in der Grundstellung. Also wir haben schon geübt, aber manche Sachen vergisst er noch. Wir haben noch nicht so viel. Genau. Rum, okay, prima. Super. Ist das erste Mal für ihn, diese Posen. Vierteldrehung. Aber er ist ein Bewegungstalent. Er wird das schnell sich aneignen und lernen. Bam. Also ich finde, von hinten ist er am schönsten. Wir sind immer noch bei Line-Art, aber es ist die erste Runde im Bodybuilding, ja, wo die Linie und die Symmetrie und Harmonie so bewertet wird, ohne irgendwelche Muskeln direkt anzuspannen. Bein strecken, mach mal richtig Druck aufs Bein. Ja gut, okay, prima. Latt rausdrehen, denk dran. Rausdrehen. Hier, öffnen, groß machen. Die Flüche, bopp. Ja okay, lehn dich ein bisschen nach vorne. Vergiss die Beine nicht, großer. Du darfst ein bisschen weiter auseinanderstellen, die Füße. So dick sind die Beine jetzt auch nicht, dass wir uns das erlauben können. Druck auf die Beine, Benni. Ja. Side Chest. 81,3 Kilo heute früh. 2500 Kalorien. Doppelter Dreiersplit aktuell, aber ich werde im Trainingsplan noch ein bisschen rumbasteln. Brutal, die Brust ist so geil. So eine kleine Ronny Coleman-Brust. Fast. Luft aus dem Bauch. Da muss die Luft raus. Flach atmen. Üben wir noch. Egal. Turnaround. Öffnen, Fläche zeigen, öffnen, ja, Latt raus. Arme nach vorne, so wie wir es besprochen haben, nach vorne. Latt kontrahieren. Lass den Bauch drin, dann machen wir später. Und raus. Wunderschön. Und von vorne. Und er hat jetzt schon mehr Streifen auf den Beinen als beim Wettkampf. Also die Form ist jetzt tatsächlich schon besser. Wir müssen jetzt aufpassen, dass er uns nicht langfristig verhungert. In 5 Wochen sind eine lange Zeit, das kann uns viel Muskelsubstanz kosten. Und Maske da hinterher. Genau so, die Hände mal zusammen, Benni, guck mal. Ellbogen ein bisschen, jawohl. Und Druck auf Bauch, Luft aus dem Bauch. Bisschen nach vorne lehnen. Dann die Krabbe hinterher, die sieht bei dir auch ganz cool aus. Boom. Wir werden dich jetzt in den nächsten 5 Wochen mit ESN-Produkten ausstatten und alles optimieren. Ich will wirklich, dass alles 100% läuft. Schlaf optimal, dein Ashwa Pro, Magnesium, Athlete Stack, Designer Way. Du hast alles drin, was man auf jeden Fall brauchen wird. Also wenn ihr auch Bock drauf habt, folgt ihm auf Instagram und TikTok hast du jetzt auch angefangen. Das ist das erste virale Video. Ja. Es geht auf jeden Fall voran. Wir halten euch natürlich hier auf dem Laufenden. Also vielen lieben Dank für euren Support. Wenn ihr Fragen habt, irgendwie an ihn, entweder persönlich stellen oder einfach unten in die Kommentare. Bam. Ich freue mich. Ich habe richtig Bock auf den Wettkampf, Leute. Es wird richtig geil. Jawohl.